gerne mit Brutality. Oh, noch eine Karte gefunden. Jetzt weiß ich, warum ich hier Double... Oh, da kann ich nicht angreifen. Das ist ganz schlecht, das Ding. Komm raus aus der Ecke. Oh, Mist. Und ein Drang. Oh, Kack. Drang. Drang. Vielleicht mal eine Waffe wechseln. Vielen Dank für deine Unterstützung. Neomod, vielen Dank für deine Unterstützung. Was war denn das? Anzahlung für die PS4. Vielen Dank. Vielen Dank, Neomod. Oh, noch eine Krypta. Ich wechsle aber mal wieder die Waffe. Nee, da ist nichts drin. Schade. Okay, das war das. Was? Neues? Ach genau, das neue Schwert, du hast recht. Vielen Dank. Wieso ist das denn so 504? Ne? Es ist nicht wesentlich besser, gell? 20 bis 43 hat ein bisschen mehr Präzision. Ah, das hat aber hier dieses, wo haben wir es denn? Armor Penetration allows you to ignore some of the enemy armor. Also damit kann ich praktisch, naja, damit kann ich auf jeden Fall, ein bisschen schaden. Was, im Kadaver der Spinne lag ein Hit zu hören, das könnte sein, ja. Der Rapier war aber auch nicht so geil, oder? 404, nee. Nee, der ist ein bisschen besser. Gut, der hat aber 14, zum Beispiel das Ding hier, diese Devastating Sword, das hat 14% mehr Schaden. Jetzt ist die Frage, ist es 14% auf die 58 oder ist es 14%, also sind das schon die 58? Gute Frage, ne? Ja, GTA ist, ja, leider. GTA erst am 14. April schon wieder verschoben. Die Scheiße. Das ist wirklich schade. Aber müssen wir halt nochmal 3 Wochen warten. Ich mag nicht warten. Aber es kommen bestimmt noch ein paar andere Spiele. Gut, dann haben wir hier noch ein Secret brauchen wir. Wo könnte das denn sein? Oh, es gibt schon für die PlayStation 4 ein paar Titel, die ich gern zocken würde. Also, Sackboy hier, Little Big Planet. Sowas finde ich cool. Aber das soll ja irgendwie scheiße sein, haben sie gesagt. Die Weeping Halls. Das ist schon wieder ein neues Level, ne? Wo könnte denn noch das letzte Geheimnis sein? Vielleicht hier irgendwie am Anfang? Komme ich hier vor allem wieder hoch? Namen, Gameplayer. Komme ich hier wieder hoch? Ah, ja, es könnte gehen. Nein. Nein. Oh. Schlecht. Oh. Festgebackt. Komm mal her, man kann nur hin und her hüpfen. Nein, nochmal in die andere Richtung. Nein, 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 nein. Mach doch nicht so einen Mist. Warum kommt der... Wie kommt man denn hier wieder raus? Hier ist eine Wand.
Ist das euer Ernst? Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? War hier noch ein Ausgang, den ich übersehen habe? Wie ist das denn von dem Spiel gedacht? Das ist ein abgeschlossener Raum, würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Da ging es ja irgendwie in die Mitte raus. Kann ich eigentlich irgendwie hier Restart Error? Map and Challenges. Ne, das ist gleich Codex. Return to Hub. Ich könnte mich höchstens hochporten. Was? Hinter dem Wandteppich scheint noch ein Loch in der Mauer zu sein, beim Eingangsraum. Wandteppich? Wandteppich da. Nee. Dat, hier ist noch was, oder? Nee. Nee, der hat nur die Wand ausgeblendet. Muss ich vielleicht alle Lichter ausmachen? Das will gar nicht aus, das Ding hier. Auch noch ein bisschen was kaputt, wenn wir nicht rauskommen. Können wir hier. Nee, können wir nur drüber hüpfen. Ob ich nochmal anturn, Let's Player, wenn die 3.0 draußen ist, habe ich da schon Bock, mir das nochmal anzugucken. Ich habe es ja letztes Mal mit dem Fleisch schon mal angeguckt. Ja, shit, wie komme ich denn raus? Muss ich jetzt hier echt mich rausporten? Ist das eine Alpha? Ja, ja. Naja, Early Access. Was dann als Alpha bezeichnen kann. Müsste doch irgendwie. Das ist ein Koop. Das Spiel hat einen Koop. Nein, wir müssen nochmal springen können. Das war gar nicht so dumm. Warum springt er nicht nochmal? Vielleicht hier das Gegenspringen. Jawohl! Yes! Wir haben es rausgeschafft. Sehr gut. Das wäre jetzt doof geworden, wenn sich wieder zurückporten zu müssen. Nee, hier geht es ja nicht raus. Gibt es eine große Map von Anfang an? Gibt es hier vielleicht immer noch Geheimnisse? So, immer noch nicht alle Geheimnisse, ne? Ja. Habe ich noch irgendwas übersehen? Unten ist doch noch was. Nee. Hier vielleicht? Nee. Nee. Hier ist eine unsichtbare Wand. Nein. Auch nicht. Und hier geht's schon wieder raus. Ich spiele deswegen keinen Koop, weil es keinen Koop gibt. Das kommt erst mit der Version 1.02 dazu. Dann würde ich mit dem Fischkorb natürlich zocken. Vorausgesetzt, er will mit mir zocken, ne? Wenn der Patch rauskommt, das weiß noch so gut wie niemand, würde ich mal sagen, oder? Außer die Entwickler. Die sind ja fleißig die Unity Engine am Umstellen. Aber ich glaube, dass sie noch nicht selber wissen, wann sie das rausbringen können. Zieh's mal Ende Februar, aber das ist. Nee, geht's auch noch nicht lang.
Hier ist ein etwas größerer Raum. Hier ist... Ne, da ist zu. Ende Februar hieß es mal, ja. Ich glaube, hier bin ich schon mal runter, oder? Ja, genau. Hier ging es zur Krypta. Ich würde gerne noch das Geheimnis finden. Hier vielleicht? Ne, das war die Kiste. Das war das erste Geheimnis. Beast of Prey. Ja, habe ich letztes Mal installiert, aber es hat mich dann irgendwie nicht gereizt zu spielen, muss ich sagen. Geht's hier an? Ah, ne, da hatte ich ja gerade meine Sprungeinlage da unten. Da geht's auch nicht rein. Hier ist die große Halle. Overdrive. Brauchen wir nicht. Habe ich hier vielleicht was übersehen? Auf jeden Fall ein bisschen ein paar Kisten. Da habe ich alles zerstört, oder? Ja. Hier vielleicht? Nö. Age of Wonders? Nee, habe ich mir nicht angeguckt. Checkpoint activated. Komm ich hier vielleicht raus? Auch nicht. Was war das hier eigentlich? Komm über die Mauer auch nicht. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Hm? Mist. Na? Das ist doch hier definitiv noch was, oder? Muss ich hier rechts raus? Nö. Age of Mythology, ja, die ganzen Teile kenne ich. Jawohl. Wow. Ich hätte was anderes einwerfen sollen als diese blöde Flammensäule. Ah. Ja, letzte Geheimnis gefunden. Ganz viel Gold. Gib mir all dein Gold. Sehr gut. Kommen wir über das Gitter drüber? Nö. So, das war's, oder? Ja, die 120 Sekunden können wir nicht mehr schaffen. Super! Yay! So, würde ich sagen, gehen wir ins nächste Level. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 2 Stunden 18. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Muss noch irgendwann noch mal was essen. Was kann man mit dem Gold machen? Es gibt Händler, wo du Sachen kaufen kannst. Ja, ein Level machen wir noch, würde ich sagen. Oh, nee. Darunter. Crazy, grüß dich. Lang nichts mehr gehört.
Kommen wir hier rüber? Ne, wir müssen außen rum. Okay. 21, 23. Ja, so ein halbes Stündchen geht noch. So. Zumindest haben wir jetzt in dem Abschnitt hier alles erledigt. Bis auf diesen 120 Sekunden, 2 Minuten, 2 Sekunden Aufgabe, 2 Minuten Aufgabe. So, dann gehen wir hier mal runter, würde ich sagen, oder? Kann man das irgendwie noch zerstören? Nee. So, gibt's hier wieder so eine Auf-Zeit-Sache? Nö, dann hinein ins Vergnügen. Hier gibt's nichts. Gute Nacht, Sniper-Dackel. Oh. Der Bodenfuhr hat jetzt nur der Bodenfuhr hat mich nur langsam gemacht. Man hat ja das Symbol ungesehen. Ja, ich finde auch, also ganz ehrlich, ich finde das Spiel der Hammer. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gewehrt. Ich habe schon relativ lang ein Angebot gehabt, da einen Key für zu bekommen. Und hab das dann irgendwie außer Acht gelassen, weil ich dachte, naja, ein weiterer Diablo-Klon oder so weiter. Und dann kam heute nochmal ein Key-Angebot, oder gestern war es, übers Netzwerk. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, schau es dir mal an. Und ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Also für das Geld kann man das auf jeden Fall spielen. 15 Euro, sehr gut. Oh, 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 was macht ihr denn hier? Oh, was bist du denn da? Hier braucht man nicht. Geh weg mit deinem. Oh, mach mich langsam. Ach, wenn man springt, komm her. Okay. Wir heilen. Heilen. Jetzt ist gut hier mit dem Age of Venser. Age of Dings. Du. Mann, Mann, Mann. Warum nicht was über das Spiel hier, aber doch nicht immer über irgendwelche anderen Spiele. Ah, der blaue zieht mir ein Schild ab. Schutz ab. Habe ich gerade gesehen. Da war das Symbol für ein gebrochenes Schild. Find Adrian. Okay. Lass mich ruhen mit eurem scheiß Schuss hier. Jetzt gibt's auf die Backen. Karte nehmen wir noch mit. Oh Mann, jedes Mal. So, hat sich ausgeruht. Ja, ich muss die Demon Power wechseln, auf jeden Fall. Das ist scheiße, dieser Blitzstrahl, den ich da steuern muss. Da bin ich verwundbar und
Das bringt es nicht wirklich. So, haben wir noch irgendeine Waffe gekriegt? Nö. Nö. So, wir hatten ja hier... Was haben wir denn für eine Dämonenpower? Time Bubble. Verlangsam ist doof. Oh, Boomerang? 300 bis 400? Ist der gleiche, oder? Nee. Der ist größer. Weißt du was? Ich nehme den Meteorschauer nochmal. Der war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, diese Flammensäule ist Schrott. So, was haben wir denn an Karten noch? The Moon, The Archer. Ah, guck mal, der braucht schon die 9 Dieben-Power. 10% Range Damage. Ja, mehr Schaden auf Entfernung, das ist natürlich blöd. Deswegen auch der Archer, der Bogenschütze. Was? Kein Power? Sonst musst du es nochmal machen? Was für eine Power? The Moon. Das war der Warrior. Nee, das war die. Nee, das lasse ich mal. Ich lasse mal die Karten so drin. Okay, haben wir sonst noch was gefunden? Nö, gell? Nö. Nein, ist schon gut. Nein. Oh, da stand ja einer. So. Kein Problem, du. So. Komm hier oben ran. Ja? Doch, geht. Urban Clubber, grüß dich. Haben wir alles mitgenommen? Jo. Sehr gut, sehr gut. Da lang. Hallo Jungs. So, jetzt kannst du mal zeigen. Oh, der steht wieder auf. Nix. So, sehr gut. Geht's hier außen irgendwie noch raus? Servus. Nicht so schnell bewegen. So. Der macht einen langsam. Okay. Boah, das stellen sie jetzt gleich von diesen zwei Dingern. Jetzt wird's aber kritisch. Lass mich kurz durch, Skelett. Lass mich durch, Skelett! Komplette Bank zerlegt. Sehr gut, kaputt. Ah, da ist noch einer. Was haben wir denn hier noch? Oh, noch eine Karte, cool. Overdrive. Nehmen wir doch.
So. Was haben wir denn? Gold lassen wir natürlich nicht liegen. So. So, jetzt gucken wir nochmal. Ne, da haben wir nichts Neues dazu bekommen. Karten. Crit Damage. Da nehmen wir doch die Health. So, 100 Health können wir drauf verzichten. Haben wir hier noch was dazu gekriegt? Nö. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dem ist toll. Jetzt hier rein. Jo. Komm ich da? Ja. Na, falsche Richtung. Okay, hier ist Ende Gelände. Wieso zeigt er mir nichts an? Wir gehen einfach mal hier hoch.